Ich fahre immer am Wochenende her, weil es ist wie Urlaub für mich. Freitagsabends raus und dann raus aus diesem ganzen Großstadtdschungel und diesem ganzen Verkehr. Hier hat man seine Ruhe, hier kann man wunderbar über diese herrlichen Landstraßen fahren. Es macht einfach unheimlich viel Spaß. Mein Name ist Sebastian Wolf und ich fahre einen 1958er Porsche 356A 1600S. Das Schöne an dem Auto sind die runden Kotflügel und die Position der Scheinwerfer. Die A-Säule mit der Verlängerung zur Dachwölbung und dieser eleganten Rundung zum Heck. Einfach toll. So ein 356 hat ureigene Geräusche. Dieses Klacken der Türen und der Hauben. Und dieser besondere Geruch, das finde ich schon toll. Wenn man Gas gibt, den Vierzylinder auf Drehzahl bringt, die Vergaser richtig kreischend ansaugen, dann ist das einfach Musik für meine Ohren. Und gerade bei einem 1600S, da passiert auch noch was. Das ist kein langsames Auto. Das ist ein Sportwagen. Im Prinzip ist ein 356 ein herrlich simples Auto. Eine wunderbare Karosserie von Reuter, sportliche Sitze, ein paar Anzeigen, Lenkrad, vier Gänge. Mehr braucht man eigentlich nicht, um viel Spaß zu haben. Das Auto ist seit über 15 Jahren wieder zurück in Deutschland und hat den Großteil seines Lebens im sonnigen Kalifornien verbracht. Deshalb ist er auch nie vollständig restauriert worden, sondern immer nur repariert oder gewartet worden. Darum sind Motor und Getriebe natürlich auch Matching Numbers. Ich habe mir das Auto unter anderem deshalb gekauft, weil mich die Farbe in Kombination mit der roten Innenausstattung so begeistert. Es ist Meißenblau in Anlehnung an diese legendäre kurfürstliche Porzellanmanufaktur in Meißen. Porsche DNA ist schon immer Racing, zuverlässige Funktionalität und Geschwindigkeit. Bei einem 356er, insbesondere beim A-Modell, ist es eben auch das Design. Und genau diese Kombination ist es, die dieses Auto für mich so perfekt macht. In schnelleren Kurven muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man es übertreibt, dann beißt er. Wenn man es harmonisch dosiert, kann man die Sportlichkeit des Wagens genießen. Ich habe so viele Porsche gefahren und bin trotzdem überhaupt kein Porsche-Experte. Kein Theoretiker, der jedes nur erdenkliche Detail oder Zahl auswendig kann. Bei diesem Wagen hier gefällt mir einfach die Form und wie er fährt. Wenn ich mit dem Wagen über die Straße fliege, dann fühle ich mich einfach so herrlich unabhängig. Stecker raus, kein Wireless, kein Netz, nix.